Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen schickte Paulus von Milet aus jemand nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war. Und wie ich dem Herrn in aller Demut diente, unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellungen der Juden erlitten habe, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist. Ich habe es euch verkündet und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe vor Juden und Griechen Zeugnis abgelegt, für die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus, unseren Herrn. Und siehe, nun ziehe ich, gebunden durch den Geist, nach Jerusalem, und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Jedoch bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und siehe, ich weiß, dass ihr mich nicht mehr von Angesicht sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündet habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag: Ich bin rein vom Blut aller, denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Mutig und vielleicht auch gespickt mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ist dieser Abschnitt in der Apostelgeschichte heute. Es ist wie wenn Paulus so eine persönliche Stellungnahme, vielleicht auch eine persönliche Dienstbeschreibung gibt. Er lässt die Ältesten in der Gemeinde rufen, das heißt, es gab schon eine feste Struktur und diese Ältesten kommen alle zu ihm. Und dann zählt er auf, was er alles getan hat. Vom ersten Tag an, seit er dort hingekommen ist, war er die ganze Zeit da. Das, was er gemacht hat, ist nicht nur die physische Anwesenheit gewesen, sondern wir würden vielleicht heute sagen, mit Herz und Hirn seinen Dienst getan. Hier heißt es, unter Tränen und vielen Prüfungen, in aller Demut. Es war nicht rein das Verkünden der Botschaft von der Gnade Gottes, sondern ein persönliches Betroffensein. Und dann erzählt er, dass er von den Juden Nachstellungen erlitten hat und trotzdem nicht geschwiegen hat von all dem, was heilsam ist. Was er auch noch aufzählt, ist, dass er öffentlich gelehrt hat und in den Häusern hinausgegangen und im persönlichen Bereich, im persönlichen Zuhause geblieben. Auch vor Juden, selbst vor denen, die ihm nachgestellt haben, und vor Heiden, Griechen, Zeugnis abgelegt. Also eigentlich eine sehr mutige Sache, so aufzuzählen, was habe ich alles getan. Und am Ende spitzt sich das ja noch zu, indem er ganz deutlich sagt, ich bezeuge euch am heutigen Tag, ich bin rein vom Blut aller. Denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Also ich bin nicht schuld, wenn ihr von eurem Weg nicht abkehrt. Ich weiß es nicht, wie es uns geht, wenn wir, ich meine, ich würde fast sagen, eine Dienstübergabe machen. Ob wir dann noch einmal so klar zusammenfassen können, was wir gemacht haben. Er sagt die Botschaft noch einmal sehr klar, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und auch, wie wir es gemacht haben, zu wem wir gegangen sind, was wir getan haben,
wie es uns dabei gegangen ist, was wir persönlich erlebt haben, was wir von anderen erlitten haben. Also schon eine sehr klare Bestandsaufnahme, die er hier deutlich macht. Mutig und vielleicht würden wir heute auch sagen, ein bisschen sehr selbstbewusst, hat, glaube ich, aber zu Paulus dazugehört, wo er versucht hat, deutlich zu machen, das habe ich alles gemacht, nicht weil ich so großartig bin, sondern weil mir die Botschaft so wichtig ist. Und selbst die Nachstellungen haben mich nicht abgehalten, meinem Dienst treu zu bleiben. Und er weiß, dass das, was auf ihn zukommt, nicht einfacher sein wird. Auch dort wird er nicht überall liebevolle Aufnahme finden. Ich wünsche uns den Mut, uns selbst so wie Paulus zu sehen, auch klar zu sagen, wie wir versuchen, die Botschaft des Evangeliums zu leben, wo wir sie leben, was wir tun, auch was Schwierigkeiten sind, aber dass wir dieser Botschaft treu bleiben. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn wir all das nicht erleben, dann muss ich mich eigentlich auch fragen, habe ich mich dieser Pflicht entzogen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden? Bin ich unsicher geworden? Bin ich oft auch feig geworden, wo möglichst wenige wissen sollen, dass ich diesem Evangelium treu sein möchte, dass es mir für mein Leben eine Lebensspur ist? Diese Frage bleibt. Die Botschaft ist aber eine ganz entscheidende und gute. Das Evangelium von der Gnade Gottes. Eine schönere Botschaft als die, dass Gott sich uns ganz zuwendet, sich ganz schenkt, haben wir nicht. Schauen wir vielleicht heute auf unsere ganz persönliche Bestandsaufnahme, die wir anderen weitergeben wollen.